Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns immer noch in Malabaltor und zwar ein bisschen westlich hier vom Wegschrein von Drabul. Da möchten wir jetzt die Quest Die Sommerstätte machen und der ist hier hinten irgendwo. Seid vorsichtig. Die ist hier hinten. Es ist gefährlich hier. Okay, ich habe eben Mann rufen hören, deswegen. Na gut. Oh, ich denke, es hat irgendwie mit Werwölfen zu tun. Kann das sein? Ihr werdet enttäuscht sein, falls ihr gekommen seid, um Falinesti zu besuchen. Die wandelnde Stadt ist immer noch verschwunden und irgendetwas stimmt nicht im Tal. Folgt meinem Rat und geht, solange ihr noch könnt. Warum? Was ist geschehen? Varodlas und ich hofften, dass dies das Jahr sein würde, an dem Falinesti an die Sommerstätte zurückkehrt. Am Anfang fanden wir nichts außer einem Loch im Boden. Dann sahen wir vor ein paar Tagen Blitze im Tal leuchten. Blitze? Wir dachten, es wäre vielleicht ein Zeichen, dass die Stadt zurückkehrt. Als wir uns dann näherten, wurde uns unwohl und das Atmen fiel uns schwer. Und dann wurde Varodlas vom Blitz getroffen. Also haben wir uns zurückgezogen. Was geht eurer Meinung nach im Tal vor sich? Ich bin mir nicht sicher, aber ich werde mal einen Blick drauf werfen. Mir sind ein paar sonderbare Menhire aufgefallen. Sie waren letztes Jahr noch nicht hier. Ich würde wetten, dass sie etwas damit zu tun haben, was hier vor sich geht. Wenn noch mehr Gläubige zur Sommerstätte kommen, könnten sie in eine Falle hineinlaufen. Die Frage ist jetzt, warum denken die jetzt, dass die wandelnde Stadt zurückkommt? Weil wir hatten ja schon die Quest gemacht, indem wir die sozusagen wieder wegschicken. Also eigentlich wäre das ja gar nicht deren Zeit. Wer sind die Gläubigen? Die von uns, die die wandelnde Stadt suchen. Wir glauben, dass Falinesti irgendwann zurückkehren wird. Daher reisen wir dieselbe Route, die die Stadt genommen hat. Wir werden unsere Suche nach Falinesti oder seinen Bewohnern nicht aufgeben. Oder meinen die gar nicht die Geschichte, die ich jetzt im Kopf habe? Was ist die Sommerstätte? Sie ist eine von vier Orten, die von Falinesti besucht wurden. Die wandelnde Stadt bewegt sich, oder hat sich bewegt, mit den Jahreszeiten. Und reist zwischen der Herbst-, Winter-, Frühlings- und natürlich der Sommerstätte. Dieses Tal war einst die Sommerstätte. Okay, also irgendwie habe ich das Gefühl, die meint jetzt tatsächlich irgendwie eine andere Stadt. Und nicht die Stadt, wo wir drin waren. Erkundet das Tal. Dann würde ich sagen, können wir da einfach so runter oder... Alter! Ach, das war sie! Ich wollte gerade sagen, was passiert denn jetzt? Ich würde sagen, wir probieren mal... Ja, okay. Doch, das ist nicht zu tief. Hallöchen. Guten Tag. Die Magiker. Sie vergeht zu schnell. Ich kann die Schwankungen nicht rechtzeitig korrigieren. Nein! Wartet. Ist da jemand? Schnell, wenn ihr die Stadt jemals wiedersehen wollt, kommt zu mir! Wer seid ihr? Wo seid ihr? Wir haben keine Zeit. Sobald die Magiker schwindet... Ach, egal. Trefft mich in der kleinen Höhle hinter dem Menhir. Geht über die Bohlen. Schnell! Ich bin auf dem Weg. Übrigens, wenn ihr denkt, dass ich euch irgendwie anschreien sollte oder sowas mit meiner gerade quietschigen Stimme, es tut mir leid, aber ich werde anscheinend wieder ein bisschen heiser aktuell. Oder besser gesagt, immer mal wieder. Ich wollte dich gerne mitnehmen. So. Wer bist du? Achso. Endlich. Jemand mit der Kraft, mir zu helfen. Ich bin Farandare und ich habe mein Leben damit verbracht, die Stadt Falinesti zu retten. Mit eurer Hilfe wird es mir vielleicht gelingen. Ihr wisst, wo die Stadt ist? Ja. Es gibt viele Theorien darüber, was der wandelnden Stadt zugestoßen ist. Ich glaube, sie wurde ins Reich des Vergessens gezogen, samt all ihrer Bewohner. Endlich habe ich einen Weg gefunden, ein Portal zu öffnen, das groß genug ist, um die Stadt zu retten. In dieser kleinen Höhle? Nein, nicht in dieser. Diese kleine Höhle ist meine Zuflucht, mein Refugium. Falinesti zu retten ist gewissermaßen meine Pilgerfahrt. Aber jedes Mal, wenn ich dabei einen Schritt vorankomme, wirft mich sofort wieder etwas zurück. Und dennoch bin ich mir sicher, dass ich die wandelnde Stadt retten kann. Was kann ich tun? In der Nähe jedes der Menhire im Tal gibt es kaum wahrnehmbare Risse ins Reich des Vergessens.
Überbleibsel meiner früheren Experimente. Aber sie lassen Daedra herein. Die Berührung eines Sterblichen wird sie schließen. Sobald eines geschlossen wurde, müssen auch die anderen drei schnell geschlossen werden. Schnell? Warum? Erstens muss ich mein Ritual zeitlich an die Schließungen anpassen. Dieses Gebiet ist instabil und die Risse würden sich nach ein paar Minuten wieder öffnen. Ich kann nicht sowohl die Risse schließen, als auch das Ritual durchführen. Ich brauche eure Hilfe. Ihr sagtet erstens. Der zweite Grund ist, dass die Daedra ein Portal ins Tal öffnen werden, um weitere von ihrer Art zu beschwören. Ihr müsst euch zu jedem Riss durchkämpfen und mich dann am Labor in der nördlichen Höhle treffen. Seid ihr bereit? Ja, fangen wir an. Ja, dann nehmen wir noch was mit, ne? Komm, Funke, wir müssen uns wieder mal durchkämpfen. So, die Frage, wo fangen wir jetzt genau an? Gilt das auch? Ne, das ist so ein Portal hier, oder? Schließen, genau. So, Moment. Da habe ich doch gerade noch eins gesehen. Da. Ich glaube, Funke lenkt gerade da den komischen Typ in der Mitte ab. Machst du gut, Funke? Das machst du doch nicht so gut, Funke. Der kommt mir hinterher. Aber ich dachte jetzt, da strömen jetzt Unmengen an Daedra raus aus den Portalen. Sind hier noch welche? Was war das? Hallo? Hab ich mich jetzt gerade erschrocken. Okay, da ist noch ein Überbleibsel. Obwohl, ich hätte doch durchlaufen können. Aber, naja, gut, bis unten wären sie mir auf jeden Fall gefolgt. Sie hat schon mal angefangen. Okay. Ich kümmere mich schon mal um den bösartigen violetten Tintling hinter dir. Okay. Sie ist noch am Überlegen. Dann können wir noch mal schnell Rupedit Erz holen. Ne? Die Frage ist, ist das auch Rupedit Erz hier hinten in den Flammen? Da muss ich mal eben durch die Flammen durch. Es tut mir leid. So, wir haben alles, was wir machen mussten. Ist jetzt auch mal langsam bereit hier. Liebling, könnt ihr mich hören? Ich rette euch. Es funktioniert. Ich kann es fühlen. Das Portal öffnet sich. Alles ist gut. Ich hole die Tamriella mit den weißen Kitteln und dann ist bald wieder alles gut. Das sieht sehr wie das Portal aus, durch das die Daedra gekommen sind. Tut es das? Dann blockieren sie auch die Stadt. Wir sind zu weit gekommen, um jetzt aufzugeben. Ihr müsst sie aufhalten. Macht einen Weg für die Stadt frei. Wie, ich bin noch nicht bereit. Weil man klickt ja dann einfach hier durch, wenn man das schon alles hat. Und dann geht man auf, ich bin nicht bereit. Was ist das denn? Ja, ich bin für alles gewappnet, was durch dieses Portal kommen könnte. Funke. Funke macht gar nichts mehr. Ja gut. Kein Thema. Das war einfach nur peinlich. Ach, das war sie. Ich dachte gerade, sie ist das am Machen. Moment, können wir hier was lesen? Farandes Tagebuch. Endlich die Antwort. In meinen Träumen sah ich den einen, dessen Kraft mir dabei helfen wird, Falinesti zurückzubringen. Bald, sehr bald schon. Vielleicht wird es wieder ein Sundas sein. Sundas spielt das Jahr eine Rolle, ein Monat. Wir trafen uns das erste Mal an einem Sundas und an einem Sundas verschwand er, viele Jahre später. Zusammen mit den Gläubigen unternahm ich die Pilgerfahrt zu Falinestis anderen Städten. Aber ich erinnere mich daran, wie wir uns an einem Sundas an der Sommerstätte getroffen hatten. Und da wusste ich, dass, wenn die wandelnde Stadt zurückkehrt, sie zum Tal zurückkehren wird.
Und natürlich habe ich recht. Die Risse zwischen der Sommerstätte und dem Reich des Vergessens zeigen, wie nahe die Stadt ist. An einigen Nächten sehe ich, wie Lichter durch die Portale scheinen, die ab und zu kurz auftauchen. Bald sind wir wieder vereint und die unzähligen Jahre, die wir getrennt sind, bedeuten dann nichts mehr. Es wird wieder sein, wie es an jedem Sundas, als ich meine Hand das erste Mal in seine gelegt habe. Das kann nicht sein. Ich kann seine Gegenwart überhaupt nicht spüren. Zu viele Ungewissheiten. Mein Ehemann, ganz Falinesti, sie sind in der Nähe. So nah. Die wandelnde Stadt muss immer noch im Reich des Vergessens gefangen sein. Wir müssen es erneut versuchen. Nichts wird durch dieses Portal kommen als noch mehr Dedras. Es darf nicht wahr sein. All diese Jahre, all meine Forschung, sie alle deuten auf ein und dasselbe hin. Mein Mann ist im Reich des Vergessens gefangen. Begreift ihr denn nicht? Wir müssen es noch einmal versuchen. Ja, das ist auch nett, ne? Wenn ihr es hier weiter versucht, werdet ihr allein sterben. Ich werde nicht mit euch sterben. Dann hauen wir einfach ab. Bitte stellt erst weitere Forschungen an. So könnt ihr Falinesti nicht erreichen. Ihr könnt nicht, ihr habt nicht... Nein, ihr habt recht. Aber ich bin auch überzeugt, dass meine Theorie richtig ist. Falinesti ist im Reich des Vergessens. Ich muss es finden. Ich werde es wieder versuchen. Ich würde ja am liebsten hier bleiben und sie unterstützen und mit ihr gemeinsam Nachforschung angehen, aber das geht natürlich nicht. Deswegen viel Glück bei euren Forschungen, Farandare. Ich habe mich in euch nicht getäuscht. Ihr wart stark genug, mir dabei zu helfen, meine eigene Schwäche zu erkennen. Nun, dann mal zurück an die Arbeit. Ich bin sicher, dass ich schon noch einen Weg finden werde. Ja, und wir erhalten einen schweren, erfüllten Helm vom Set Donnerkäferpanzer. Die hatte gerade ganz kurz so ein schwarzes Zeichen auf dem Kopf, als ob die noch eine Folgequest hat. Heißt das jetzt, wir kriegen die demnächst nochmal? Oder was heißt das jetzt? Weil auf der Karte steht nichts. Jetzt bin ich verwirrt. Also ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal hier aus der Höhle raus und da oben auf der Karte ist noch eine Quest in einer anderen Höhle. Moment, ist das in der Höhle oder ist das... Ja doch, es ist in der Höhle. Dann würde ich sagen, dass wir die Quest nämlich noch eben machen, so dass wir da nicht zu sehr überziehen hier von der Zeit her. Wo laufe ich denn jetzt hin? Wo ist denn der Eingang gewesen? Moment, wir müssen nach links. So, warum sind jetzt hier noch mehr? Jetzt ist hier die ganze Höhle von Dedras überwuchert oder wie sehe ich das jetzt hier? Ja, ihr könnt mich mal. Ich suche eigentlich nur den Weg hier raus. Aber irgendwie komme ich immer weiter nach unten. Ich weiß auch nicht warum. Ja, ich mache mich auf jeden Fall auf den Weg nach oben zu dem Ausrufezeichen und wir sehen uns dann gleich dort wieder. So, und da sind wir auch. Also für euch schon mal als kleiner Tipp, wenn ihr von hier unten kommen solltet. Ich bin jetzt hier so durchgelaufen, bin dann links durch ziemlich viele Gegner durchgelaufen, irgendwie hier hochgekommen am Wasser. Also hier ungefähr bin ich ausgekommen. Und von da aus bin ich dann im Endeffekt hier oben, also etwas oberhalb vom Wasser, weiter rumgeritten. Soweit ich weiß, kann man aber auch von links hier den ganzen Weg rumreiten. So, dann haben wir einmal ein Buch. Das könnt ihr euch natürlich gerne durchlesen. Das werden wir jetzt natürlich nicht machen. Und dann müssen wir die Quest finden. Die ist aber so tief drin, dass ich schon fast glaube, dass wir irgendwas irgendwo hinbringen müssen und dass die Quest gar nicht hier drin ist. Funke, lass dich nicht aufhalten. Wir müssen weiter. So,
Oh, hier vorne muss irgendwo die Quest sein. Ja, genau. Ich hab's doch gewusst. Na? Na? Kann man nicht nehmen. Schade. Ihr habt einen verbeulten Schild von nordischer Machart gefunden. Am Rand hat jemand die Namen von Städten und Dörfern eingeritzt. Bis auf einen sind sie alle ausgekratzt. Dort steht Bandari Handelsposten. Es gibt einen Ort mit diesem Namen in Malabar Tor. Ich werde schauen, ob ich seinen Besitzer irgendwo finden kann. Ein Nord in Nöten. Dann würde ich sagen, hole ich mir jetzt erstmal da hinten noch die Scherbe, mache auf dem Rückweg nochmal schnell den Boss hier in der Höhle. Und wir sehen uns dann gleich in Malabar Tor sind wir ja schon. Wir sehen uns dann gleich am Handelsposten wieder. Bis gleich. Das hier ist ein Paradies für Taschendiebe. Das kann ich dir sagen. Was macht einen wahrhaften Nord aus, frage ich euch? Nun, seine Waffe zum einen, auf jeden Fall, wie viel er verträgt, aber sein Schild, das ist sein wahrer Begleiter. Verdammt, wo ist dieser dreimal verdammte Schild? Ich habe diesen Schild in Todmannsend gefunden. Gehört er euch? Das ist in der Tat mein Schild. Ihr müsst eine dieser Rovada sein, die mich überfallen haben. Jetzt habt ihr keine Freunde dabei, die euch den Rücken freihalten. Wappnet euch, zu Brei geschlagen zu werden. Genau, weil auch jemand so dämlich ist und extra auf ihn zugeht und fragt, ob es sein Schild ist, wenn er zu denjenigen gehört, die ihn da irgendwie gefangen genommen haben. Ich glaube, ihr müsst euch täuschen. Ich gehöre nicht zu den Rovada. Keine Rovada? Ha, das ist genau das, was eine Rovada sagen würde. Ich werde euren zerschmetterten Leichnam als Warnung für den Rest eurer Freunde hier liegen lassen. Sie werden den Namen von Fuldir fürchten lernen. Ich bin nicht mal eine Rotwardonin. Das stimmt wohl. Aber das könnte trotzdem nur irgendein Rovada-Trick sein. Ich sage euch was. Gebt mir meinen Schild und ich lasse euch laufen. Dieses Mal. Dieses Mal lasse ich dich laufen, ohne dass ich dich verprügel, um dir eine Lektion zu erteilen. Dann nehmt ihn. Rovada oder nicht, ich schulde euch etwas für das Zurückbringen meines Schilds. Glaubt nicht, dass ich mich in Windheim ohne ihn hätte sehen lassen können. Ich bin schon zu lange in diesem winzigen Dorf. Es wird Zeit, dass ich wieder da rausgehe und ein paar Schädel einschlage. Ja, damit haben wir auch diese Quest abgeschlossen und ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade auf der Aufnahme hören kann, aber da draußen scheint irgendwie gerade alles zu spinnen. Fliegeralarm oder sowas, keine Ahnung. Ich muss mal dringend hier bei mir das Fenster zumachen, weil das ist unerträglich laut. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und muss leider ganz schnell mal die Folge beenden, weil mir sonst gleich der Kopf wegplatzt vor lauter Lautstärke. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!